Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute wieder mal ein bisschen Fußball-Talk und zwar über gestern wieder bei Hannover 96. Letztes Mal ist das gut bei euch angekommen und ich denke mal, heute kann ich das genauso machen, denn wir hatten wieder ein Spiel am Wochenende und ich bin relativ rot im Gesicht. Das liegt auch daran, dass ich eine rote Jacke anhabe und auch das Calvin Klein-Shirt hier ist mit teilweise rot. Das liegt auch daran, dass ich ein Roter bin und das war gestern ein absoluter Feiertag für mich. Ich bin mittlerweile leider Gottes wieder zurück in England, wie ihr hier unschwer erkennen könnt an der Location, wo ich mich befinde. Aber was war das denn bitte für ein Spiel? Es ist unglaublich. Hannover 96 straft mich wieder Lügen. Es ist dieses Jahr der Wahnsinn. Wenn ich 96 vertraue und auf 96 tippe, dann verlieren sie. Wie beispielsweise gegen Frankfurt. Und wenn ich sage, ja, die verlieren sowieso, dann strafen sie mich Lügen. Und dann gewinnen die einfach gegen den Tabellenführer. Die gewinnen gegen Borussia Dortmund. Das erste Mal seit 2011. Damals war es in der 87. Minute Agi mit dem Kopfball und in der 81. Minute Yakunan. Ja, dieses Mal waren es 4 Tore. 2 Gegentore zugegebenermaßen. Ja, ist richtig. Aber das war so ein heftiges Spiel und ich muss halt einfach mal ein bisschen darüber reden, weil wir sind jetzt uneinholbar, zumindest an diesem Spieltag, Tabellenvierter. Wir sind Vierter, wir stehen auf einem Champions-League-Platz. Hannover 96 steht auf einem Champions, natürlich werden wir da nicht bleiben, aber nichtsdestotrotz, das ist einfach so heftig und es ist irgendwie nicht der zweite, dritte Spieltag, es ist der 10. Das ist unfassbar, was für eine Arbeit von Breitenreiter, von Held, von der ganzen Mannschaft geleistet wird und das muss man einfach anerkennen und dementsprechend will ich heute ein bisschen drüber reden. Ihr könnt gerne eure Meinung natürlich in die Kommentare schreiben, auch die Dortmunder, die dieses Video sicherlich sehen werden. Ich habe ja auch einige Dortmunder hier auf dem Kanal. Absolut heftig, dieses Spiel. Ich kann absolut nicht in Worte fassen, was ich gefühlt habe. Ich habe eine sehr schöne Nachricht bekommen beim 3:2 von meiner Mitbewohnerin, die hier lebt, in dem gleichen Apartmentblock wie ich. Die meinte, sag mal, guckst du Fußball oder wirst du ermordet? Weil ich einfach nicht mehr klargekommen bin auf dieses Tor von Felix Klaus, auf das 3:2, auf dieses Ergebnis. Grundsätzlich, die Ausgangslage war natürlich für 96 relativ aussichtslos, muss man sagen. Dortmund die letzten Spiele zwar nicht mehr so stark gespielt, Punkte liegen lassen ohne Ende gegen Leipzig und gegen Frankfurt, aber gerade deswegen halt besonders gefährlich, weil angeschossene Hunde sind am gefährlichsten und gerade weil gegen Dortmund halt nie wirklich was bei uns ging zu Hause die letzten Jahre, war es eigentlich klar, dass gegen uns irgendwie wieder Rehabilitation betrieben werden würde, Aubameyang würde wieder treffen und so weiter. So habe ich das zumindest gedacht und auf unserer Seite dazu noch ist unser Top-Torjäger Martin Hanek angeschlagen, ausgefallen ist, der hatte Fieber und Schüttelfrost in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und konnte dementsprechend nicht in der Startelf stehen. Dafür aber eine bisschen andere taktische Aufstellung, zu der ich natürlich gleich noch komme. Muss ich mir nochmal hier zurechtlegen währenddessen. Und ja, bei Dortmund, wie gesagt, Aubameyang war in der Startelf. Jarmolenko schon in der Startelf. An sich eine super Aufstellung. Dazu ein Daxel Zagadou, zu dem wir später auch nochmal kommen. Aber ich sage das immer wieder bei 96. Wenn ich im Stadion bin oder allgemein, wenn ich ein Spiel gucke, sind es immer die Spieler, die gegen 96 treffen, die sonst nicht treffen. Die normalerweise nicht unbedingt die meisten Tore schießen. Aber gegen 96 entdeckten die immer ihren Tortrieb und auch dieses Mal war es wieder so, ja, gar keine Frage. Es war beispielsweise vor, ich weiß nicht, wann ich noch im Stadion war, 2012 oder so auch, da war es Hannover gegen Augsburg, wo es bis zur 90. Minute 2:1 stand. Das 1:0 für Augsburg hatte damals Jan-Ingvar Kalsen-Bracker erzielt, oder nee, es war Axel Bellinghausen, glaube ich. Aber auf jeden Fall jemand, der normalerweise niemals trifft und in der 90. Minute gibt es dann Elfmeter und einen Jeng macht den, einen Jeng. Das ist auch ein Spieler, der normalerweise niemals trifft. Und auch dieses Mal war es so. Taktische Aufstellung, dazu kommen wir erstmal. Bei Dortmund möchte ich jetzt nicht sonderlich drauf eingehen. Das war halt einfach eine sehr starke Elf bei 96. Eine Fünferkette. Sehr überraschend für mich, da wir eigentlich keine drei Innenverteidiger auf dem Platz hatten. Wir hatten Sorg, Sané und Anton, Ostscholek und Korb. Sorgt mit seinen 1,74 als Innenverteidiger. Gut, da Dortmund jetzt nicht unbedingt auf die hohen Bälle spielt, normalerweise, beziehungsweise wir dafür halt Anton und Sané haben und Sorgt sehr gut trainiert und auch gegen Wolfsburg ein gutes Spiel gemacht hat und sich gut präsentiert hat. Warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Korb oder Scholik, beide mit Offensivdrang, beide mit offensiven Qualitäten. Es war klar, dass Miko nicht wieder spielen würde, der ist einfach noch nicht bei 100% und du brauchst einen Ostscholek, der momentan bei 100% ist. Und ich habe es damals gesagt, als er nach Hamburg gegangen ist. Warum geht er von Augsburg nach Hamburg nicht zu uns? Habe ich mega geärgert und ich habe mich gefreut, dass er jetzt gekommen ist, weil ich wusste, der wird bei uns was zeigen und der spielt bei uns einfach richtig, richtig gut. Mittelfeld, Bakalotz und Schwegler. Schwegler auch ein mega Transfer gewesen. Einfach die Routine, der mit reinbringt. Dazu halt eben Bakalotz, der einen super Job macht. Auch in der ersten Liga. In der zweiten Liga war da schon das Kampfschwein in der ersten Liga auch wieder. Klaus auf der 10 in einer Rolle, die ihm sehr, sehr gut gepasst hat dieses Mal. Normalerweise auf Außen, gerade gegen stärkere Teams mit guten Defensiven, ist Klaus mal ein bisschen verloren, weil er halt eben nicht in die Zweikämpfe reinkommt, beziehungsweise nicht in die Situation, in denen er so stark ist, in denen er Tempo aufnehmen kann in der Mitte des Platzes und dann halt eben ein paar Gegner stehen lassen kann. Beziehungsweise diese Kontersituation, was natürlich auch in diesem Spiel zugute gekommen ist, dass es gegen Dortmund war und Dortmund hinten sehr offen steht und gerade für Konterfußball sehr, sehr viel Raum lässt und weil sie so sehr hoch gestanden haben. In der Sturmspitze dann, keine große Überraschung, Jonatas, der gegen Wolfsburg in meinen Augen nicht so schlecht war, wie ich ihn selber gemacht. Also er hat halt eben, es war nicht sein Tag und er hat halt auch keine Chance gegen die Defensive, weil unser Spielstil nicht gestimmt hat, aber grundsätzlich hat er auch
gekämpft zumindest. Und Bebu, der ja schon gegen Wolfsburg in meiner Meinung der beste Mann auf dem Platz war. Die beiden also im Sturm. Bebu normalerweise Außenbahnspieler, aber auch Klaus normalerweise Außenbahnspieler. Und der in der Mitte als Zehner, beziehungsweise, ich sag mal so, der hat ja alle Freiheiten gehabt. Der konnte ja hin, wo er wollte und das war perfekt so. Weil das hat auf jeden Fall geholfen, dass theoretisch einer hinten bleiben konnte von den Außenverteidigern. Ja. Wenn Klaus auf die rechte Seite gezogen ist, dann ist Korb hinten geblieben. Das heißt, wir hatten immer noch eine Viererkette hinten. Und somit konnte Ostrzelek auf der linken Seite nach vorne gehen. Also es war schon wirklich eine taktische Meisterleistung von Breitenreiter, muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, da muss man zum System nicht viel sagen. 4-1-4-1, das ist im Endeffekt eine gute Aufstellung gewesen. Ja, es war jetzt kein Spiel dabei, wo man sagt, irgendwo haben sie den denn spielen lassen. Götze war mit am Start, auch wenn man von dem nichts gesehen hat in meinen Augen. Ja, Molenko war dabei, Castro, Aubameyang, Pulisic, das sind alle starke Spieler. Gar keine Frage, Sahin, der ja unter Bosch wieder aufblüht. Aber es ging sehr schnell, sehr, sehr gut los für 96. Und zwar mit einem Ball in die Spitze auf Felix Klaus. Der legt sich das Ding viel zu weit vor. Das Ding ist geklärt, das Ding ist durch. Das war klar, dass da nichts passieren würde, aber Bürki... Es tut mir ja wirklich leid, ne? Aber ich bleib dabei, dass der eine Bratwurst ist. Der ist nicht gut genug, um irgendwie für Dortmund Meister zu werden. Der kostet den so viele Punkte und auch dieses Mal kostet er ihn direkt am Anfang Gegentor. Er muss da nicht hin. Beim besten Willen nicht. Es gibt vielleicht Leute, die da sagen, es ist kein Elfmeter. In meinen Augen ist das ein Elfmeter. Er trifft nur den Gegner, er trifft nicht den Ball. Ball ist weg, ist natürlich dumm. Aber, und Klaus nimmt das natürlich auch dankend an, aber er trifft ihn. Es ist Elfmeter. Es ist strittig. Klar, man kann darüber diskutieren. Aber in meinen Augen ist es zu Recht gegeben worden. Sogar nach, vor allem die Leute, die sagen, war auf keinen Fall ein Elfmeter. Der Videoschiedsrichter hat es bestätigt. Also, keine Ahnung. Ist für mich Elfmeter. So, den macht Jonas rein. Sehr, sehr gut, dass der ja, nach seinem schweren Spiel in Wolfsburg jetzt wieder mehr Selbstvertrauen bekommt. Und das hat sich auch später noch ausgezahlt. Jonas muss ich am Ende sowieso nochmal ein besonderes Lob geben, genauso wie zwei anderen Spielern. So, erstmal kam der Ausgleich von Dortmund. Und wodurch ist der Ausgleich von Dortmund resultiert? Durch einen individuellen Fehler. Ja, individuelle Fehler darfst du dir auf dem Level gerade gegen Dortmund oder so nicht erlauben. Ecke wird einmal schlecht geklärt, zweimal schlecht von Bakalorz und dann steht da Zagadou. Und ja, was willst du machen, ne? Ballert das Ding halt eben einfach mal kompromisslos rein, schauen ohne Chance. 1-1, da dachte ich schon, gut, es wird alles seinen Lauf nehmen. Ich habe gesagt, es steht lange 1-1, Dortmund macht das 2-1. Schade. Nö, nix schade. 96 mit Konterfußball, oh, par excellence. Erstmal eine dicke Chance von Jabulenko, die er machen muss. Da war ein Huckel im Rasen, Gott sei Dank. Und dann kam Klaus. Klaus erster Auftritt. Eigentlich der Ball im Mittelfeld bei Dortmund, aber Klaus spritzt dazwischen, legt den Ball raus auf Jonas. Und das ist die Qualität von Jonas. Der kann nicht nur Tore schießen. Der ist nicht nur einer, der die Bälle festmacht wie Sau. Komme ich später nochmal zu. Nein, der spielt das Ding, der wartet und nimmt nicht an, nimmt kein Tempo aus dem Ball. Sondern spielt das Ding direkt in die Mitte. Bebu mit seinem unfassbaren Tempo läuft mit. Unglaublich routiniert, als wenn er nichts anderes gemacht hätte sein ganzes Leben in der Bundesliga. Schiebt er das Ding gegen die Laufrichtung von Bürki ein, 2-1. Da dachte ich wirklich, Alter, was ist denn hier los? Geil. Ja, damit ging es dann auch in die Pause. Zweite Halbzeit, individueller Fehler. Flanke von Schmelzer. Ja, also Klaus hat erstmal eine Gelegenheit am Anfang der zweiten Halbzeit, aber war nicht zu riesig. Flanke von Schmelzer. Sicheres Ding. 5 Meter Raum. Keine Chance. Torwart ist da. Macht nichts. Kein Problem. Sané. Der in der ersten Halbzeit schon... Ich weiß jetzt nicht, was hier los war. Sané auf jeden Fall, der bereits in der ersten Halbzeit dieses dicke Ding von Jarmolenko verursacht hatte, wo er einfach mal wieder gedribbelt hat, was ich ja immer Seeler sage, das sollte der einfach unterlassen. Chauner kommt raus, ich weiß nicht, ob er was gesagt hat, aber Sané springt hoch, köpft das Ding nach vorne und im Endeffekt steht da Jarmolenko, nimmt das Ding Volley mit links und Chauner ist noch ein bisschen desorientiert, steht auch mittig im Tor und kann dann eben nichts mehr machen. Ja, dumm, 2-2. Aber, auch wenn ich da auch schon wieder dachte, ach scheiße, weil Jarmolenko auch gleich so push, wir machen weiter. Nee, nicht Dortmund, Hannover. Wieder Konter. Wieder, weil Dortmund viel zu hoch steht. Langer Ball nach vorne. Jonas enteilt Zagadou. Ich bin mir nicht sicher, ob Jonas den gemacht hätte. Wobei er hatte schon Selbstbewusstsein nach seinem Tor und seiner Vorlage. Er hat übrigens 5 Scorer in 5 Spielen und ist mit 58 Minuten pro Scorer der effizienteste Spieler der Liga. Und das ist schon... Ich habe gesagt, der ist gut. Hab gehofft, dass der gut ist. Ja, auf jeden Fall wird er gefoult. Es gibt Freistoß. Für mich auch ein Scorer übrigens. Wenn ein Freistoß raus ist und der reingeht. Und dann Axel Zagadou bekommt die rote Karte. Vollkommen zu Recht ist Notbremse. Und der Freistoß auf 25 Metern. Ich weiß nicht, wann 96 selbst mal ein direktes Freistoßtor gemacht hat. Müsste schon ein bisschen länger her sein. Klaus denkt sich, wird mal wieder Zeit. Und zirkelt das Ding perfekt in das linke Eck. Also das war wirklich ein absolutes Traumtor. Ein wirklich wunderschönes Tor. Und da bin ich halt ein bisschen in Ekstase geraten. Und dementsprechend die Reaktion von meiner Mitbewohnerin hier. Naja. Im Endeffekt also 3-2 für Hannover 96. Und durch ein wunderschönes Tor. Klaus in absoluter Ekstase. Der war so happy über dieses Tor. Und ich auch. Und Dortmund hätte dann antworten können mit einer schönen Kombination mit Pulisic. Aber Chauner mit einer starken Parade. Und dann hat 96 natürlich den Raum gehabt zum Kontern. Ja, ganz klar. Bebu hat noch eine Chance vergeben. Aber dann kam Auftritt Nummer 2 von Ilas. Und es ist so geil. Der wird in Hannover so gefeiert. Ich rede da so Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Sobald er am Ball ist, sofort das ganze Stadion. Bebu.
das ist einfach nur geil. Genau sowas braucht man, genau so macht Fußball gucken Spaß. Scheiß drauf, ob die Ultras immer noch den Mund halten. Vollkommen egal, wie die Situation sonst, ob die Stimmung, natürlich Dortmund hat krasse Stimmung gemacht, die waren mit vielen Leuten da, auch wenn 200 Fans zurückgeschickt wurden, weil sie sich mit Wolfsburgern angelegt haben, total dumm. Gut für die allerdings, weil sie das Spiel halt ne, nicht miterleben mussten. Auf jeden Fall geht er drauf los, sprintet natürlich mal wieder im 16er, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, mit komplettem Selbstvertrauen. Geht die 16er-Linie entlang und wieder gegen die Laufrichtung ins kurze Eck. Der Kerl ist so geil. 4:2, wir schießen 4 Tore gegen Dortmund, wir gewinnen dieses Spiel mit 4:2. Harnik dann in der 90. Minute noch mit einem Fallrückzieher, der fast seinen Weg ins Tor findet, wenn Birki nicht einfach die Mega-Parade raushauen würde. 5:2 wäre auch zu hoch gewesen, aber es wäre einfach so geil gewesen, hätte so gepasst. Harnik konnte sogar noch spielen, also wie gesagt, er war eigentlich krank, aber konnte noch eingewechselt werden. Einfach mega. Die Leistung der Mannschaft, ja, die Moral der Mannschaft, jedes Mal nach den Ausgleichen zurückzukommen, diese Konterbereitschaft, dieses solide Stehen, dieses Dortmund halt eben nicht, oder Aubameyang auch komplett aus dem Spiel nehmen und ausschalten, auch wenn ich, wie gesagt, immer noch meine, dass Aubameyang kein Weltklasse-Stürmer ist, einfach nur genial und dementsprechend gewinnen wir dieses Spiel und stehen momentan auf Tabellenplatz Nummer 4. Ne? Wir können diesen Spieltag nicht mehr eingeholt werden, keiner der Vereine, der noch spielt, ist in der Lage, an uns vorbeizuziehen und dementsprechend Champions League für 96. Wenn wir so weiterspielen, ohne also Dortmund muss sich fangen, und zwar ja, schnell. Ja, Bosch sagt ja weiter, er hält an seinem System fest, aber der hat einfach nicht das Spielermaterial dafür. Das funktioniert so nicht. Da muss irgendwas passieren. Gerade in Sahin auf der 6. Wenn du dann 6er hast, dann muss der noch tiefer stehen, dann muss schneller sein. Sahin ist nicht schnell. Weiß ich nicht, Wiener, Ischel, Castro vielleicht, aber das kann so nicht funktionieren. Im Endeffekt, ja, bei Dortmund muss was passieren, haben jetzt auch den Vorsprung verloren, ja, Bayern hat sich überholt, weil die gestern Abend gegen Leipzig 2-0 gewonnen haben und 96 ist Vierter. Und natürlich geht es nach Leipzig, gar keine Frage, aber wer sagt, dass wir nicht vielleicht auch in Leipzig einen Punkt holen? Ich sag, wir verlieren da, aber grundsätzlich ist es möglich und ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir so weiterspielen, wenn wir so die Ergebnisse holen und wenn wir vielleicht noch die defensiven Fehler abstecken, Abstiegskampf, sage ich immer noch, es sind immer noch Punkte gegen den Abstieg, aber ich bin momentan relativ sicher, dass wir nicht absteigen werden. Aber selbst wenn wir da unten nochmal reinrutschen, wenn Zeiten kommen werden, die schwerer sind, wenn die so weiterspielen, Kausalitätskette, Freunde, wenn die genau so weiterspielen und genau diese Resultate holen, dann ist es am Ende nicht die Champions League, aber dann wird es Europa sein. Und wie geil wäre das denn? Das hätte ich niemals erwartet, aber das zeigt einfach, was für eine geniale Arbeit geleistet wird in Hannover. Man kann nur stolz drauf sein als 96-Fan, ich bin stolz auf die Mannschaft. Und ja, dementsprechend, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.